Professor Thompson, wir sind hier in Lissabon 2017 beim ABC4, dem Kongress, wo es um lokal fortgeschrittenen, nicht operierbaren Brustkrebs geht oder metastasierten Brustkrebs, Advanced Breast Cancer. Sie haben vorhin einen Vortrag gehalten darüber, dass es ja Patientinnen gibt, die erstaunlich lange in der metastasierten Situation therapiert werden können. Wie therapiert man die und können die irgendwann mal eine Pause machen oder behandelt man sie einfach weiter, bis irgendwann ein Voranschreiten auftritt? Ja, der Kongress geht hier ja im Wesentlichen über die metastasierte Erkrankung und völlig korrekt, Advanced Breast Cancer Disease umfasst auch lokal fortgeschrittene, nicht operable Erkrankungen. Und darüber soll im Rahmen dieser regelmäßig alle 2 Jahre stattfindenden Veranstaltungen ein internationaler Konsens geschaffen werden, um auch diese Patientinnen möglichst an den optimalen Therapiemöglichkeiten beteiligen zu können. Wir gehen ja grundsätzlich davon aus, dass den größten Benefit und den größten Überlebensvorteil wir in der frühen Karzinomasituation erreichen können. Da sind wir inzwischen sehr, sehr gut und darüber kommt natürlich die metastasierte, und das war der Eindruck, dass darüber die metastasierte Situation ein bisschen in Vergessenheit gerät. Nichtsdestotrotz haben wir interessante Therapien und es zeigt sich, dass sich so etwa 10-20% der Patientinnen tatsächlich auch in Situationen finden, dass nach 5 Jahren oder sogar nach 10 Jahren immer noch eine komplette Remission der Erkrankung vorliegt. Genauer gesagt sind es 10-20% der Patienten, die eine komplette Remission erreicht haben mit einer wie auch immer gearteten Therapie. Komplette Remissionen sind, also vollständiges Verschwinden der Tumormanifestation, sind in der metastasierten Situation an und für sich etwas sehr Seltenes, das muss man auch wissen. Zunächst muss man überlegen, ab wann würden wir denn davon reden, dass überhaupt eine Therapieänderung diskutiert werden könnte. Was ist ein sogenannter Langzeitansprecher, ein englisch Long-Term Remission-Patient? Und nach vielen Untersuchungen kann man sagen, dass wir wahrscheinlich ab 5 Jahre aufwärts davon sprechen können, dass die Rückfallrate weniger wird. Das heißt, die meisten Rückfälle treten innerhalb dieser ersten 5 Jahre auf. Das heißt, jemand, der 5 Jahre mit metastasierter Erkrankung in der kompletten Remission überlebt hat, bei der Patientin könnten wir davon ausgehen, dass sie vielleicht auch noch viel, viel länger überlebt. Und da besteht natürlich die Frage, ob man Medikamente, die diese Patienten als Dauertherapie haben, weiter ihnen verschreiben und empfehlen soll. Man muss sich da jetzt ein bisschen vorstellen, dass Brustkrebs eine sehr eine heterogene Erkrankung ist. Es gibt eben Patientinnen, die haben sogenannte endokrin empfindliche, also hormonell empfindliche Brustkrebserkrankungen. Antihormonelle Therapien sind nicht nebenwirkungsfrei, aber relativ gut tolerabel. Und wir würden Patienten mit einer metastasierten Erkrankung, die unter antihormoneller Therapie stabil ist, auch dazu raten, diese weiterzunehmen, in der Hoffnung, dass natürlich nie eine Progression, ein Fortschreiten der Erkrankung eintritt, aber da sollte man eher keine Pause machen. Patientinnen mit sogenannter HER2-positiver Erkrankung, das sind die Patientinnen, bei denen die Zellen einen Wachstumsfaktor-Rezeptor, also eine kleine Zellantenne auf den Tumorzellen haben, die für einen aggressiven Tumortyp sprechen, gegen die wir aber heutzutage mit mehreren Medikamente, vor allem Antikörper haben, die hochwirksam sind. Bei diesen Patientinnen finden wir auch in einem relativ hohen Maße komplette Remissionen und Krankheitsstabilisierung über 5 Jahre oder mehr. Auch da stellt sich natürlich die Frage, kann man dann nicht die Therapie irgendwann aufhören? Das hat verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt sind die Nebenwirkungen. Antikörper können in Einzelfällen Herznebenwirkungen machen. Wir rechnen so ungefähr mal zwischen 2-5 oder 7%. Für das Trastuzumab, das Pertuzumab, der zweite Antikörper, der heutzutage in der metastasierten Situation zusätzlich gegeben wird, der macht doch bei manchen Patienten auch lästige Durchfälle, sodass man sich jetzt überlegen muss, kann man nicht aufgrund dieser Nebenwirkungen diese Therapie irgendwann vielleicht doch beenden. Es gibt hierzu auch ein paar neuere
Publikationen, die suggerieren, dass das möglich wäre. Wenn man sich diese Publikationen sehr im Detail anschaut, dann muss man doch sagen, es sind eben doch retrospektive Studien, bei denen eine Verstellung der eigentlichen Daten doch durch die Patientenauswahl sehr wahrscheinlich ist, sodass wir zum derzeitigen Standpunkt weiterhin gehen, davon ausgehen müssen, Patienten mit Herzball-positiver Erkrankung zumindest mit dem Trastuzumab auch unendlich lange zu behandeln. Bei dem Pertuzumab würde ich persönlich sagen, dass wenn die Rate an Durchfällen, also die Nebenwirkungen, doch sehr lästig werden, dass man so ab 3 Jahre aufwärts darüber nachdenken kann, das dann abzusetzen. Gerade weil Sie die Durchfälle bei Pertuzumab erwähnen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit metastasierten Patientinnen, die schon länger auf dieser Therapie sind und wovon auch eine sehr stark davon betroffen war. Und die hat per Zufall von einer anderen Patientin dann erfahren, dass die jetzt in der anderen Reihenfolge Pertuzumab und Trastuzumab bekommt und seitdem ist es weg. Macht das einen Unterschied, in welcher Reihenfolge man das gibt? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber in einzelnen Fällen mag das vielleicht eine Rolle spielen. Andererseits sind die Halbwertszeiten von diesen beiden Substanzen so lang, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass, ob man das eine halbe Stunde vorher oder eine halbe Stunde später gibt, dass das einen großen Unterschied macht. Man kann die Durchfälle natürlich auch mit entsprechenden antidiarrhoischen Medikamenten behandeln. Wir sollten das Thema jetzt auch nicht aggravieren, denn schließlich liegt eine metastasierte Erkrankung vor. Aber wenn wir eben 3-4 Jahre eine stabile Erkrankung haben und dann die Hauptnebenwirkung von diesen Antikörpern, die ja relativ gut vertragen werden, eigentlich dann der Durchfall ist, dann kann man das diskutieren. Ich würde jetzt nicht aktiv sagen, wir müssen es absetzen, aber ich würde sagen, wenn Nebenwirkungen auftreten, sollte man es durchaus diskutieren. So wie das ja auch generell gilt, und das hatte ich ja auch in meinem Vortrag gesagt, wir therapieren entsprechend unserem therapeutischen Index oder entsprechend dem therapeutischen Index der einzelnen Substanz immer so lange, bis entweder die Toxizität zu hoch wird oder bis eine Progression, eine fortschreitende Erkrankung eintritt. Gibt es denn jetzt eine spezielle Gruppe, die besonders lang überlebt oder ist das bei allen verschiedenen Arten möglich? Also ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Frau Witzel aus Hamburg hatte zum Beispiel eine sehr schöne Arbeit, parallel zu Arbeiten aus England und aus Frankreich dargestellt und aus Italien. Sie hat zeigen können aus ihrer Analyse von deutschen Patienten, dass Patienten mit eben einem sehr langen Ansprechen wahrscheinlich die Patienten sind, die von Haus aus schon einen guten Allgemeinzustand haben, die bei der Diagnosestellung der Metastasierung noch unter 50 Jahre alt waren und bei denen die Tumorlast nicht ganz so groß ist. Und bei den Patienten vor allen Dingen, die eben auch das Trastuzumab dann durchgehend eingenommen haben und nicht aufgehört haben. Also insgesamt können wir sagen, es tut sich schon in kleinen Schritten was für ein längeres Überleben, auch beim metastasierten Brustkrebs. Und wir hoffen einfach, dass neue Wege gefunden werden, das noch auszuweiten. Ach, der Punkt ist ja noch ein ganz interessanter. Natürlich hoffen wir, dass wir gewisse Fortschritte haben. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, dass es eigentlich eine sehr seltene Situation ist, dass die Tumoren vollständig verschwinden, in einer metastasierten Situation auch so lange wegbleiben. Wenn ein Tumor jetzt tatsächlich so lange wegbleibt, dann muss man sich natürlich fragen, welche Patienten oder welche Tumoren das sind. Und die europäischen Arbeitsgruppen haben jetzt ein Programm aufgelegt, Patientinnen herauszusuchen, die eben solche Langzeitansprecher sind, Long-Term-Responder sind. Und von diesen Patienten eben möglichst die Daten der Krankengeschichte im Rahmen einer klinischen Studie zu sammeln, aber auch eben die Daten zur Tumorbiologie, möglicherweise auch Tumorgewebe oder Blut oder Serum, um daraus Analysen zu machen bezüglich der einzelnen Tumoren und zu klären, was sind jetzt eigentlich die Faktoren, die dafür sprechen, dass ein Tumor so gut anspricht auf eine spezifische Therapie. Also diese Long-Term Responder, das ist eine sehr, sehr interessante Gruppe, eine kleine Gruppe von Patienten, aber von der können wir möglicherweise sehr viel lernen, was anderen Patienten dann zugutekommt. Vielen herzlichen Dank.